Marius Jung ist bei uns zu Gast und hat seine Bücher mitgebracht, unter anderem Moral für Dumme, das Elend der politischen Korrektheit, darüber werden wir gleich noch sprechen, und aber auch Singen können die alle, Handbuch für Negerfreunde. Und diesen Untertitel, da gab es Ärger, nicht in der Uni Leipzig, sondern? Das war der Studentinrat der Uni Leipzig, okay. Das Referat für Gleichstellung und Lebensweisenpolitik. Das habe ich mir nie ausgedacht. Gibt's auch, ja? Okay. Das gibt's auch, ja. Ja. Und die haben sich darüber aufgeregt. Es ist gut, sie haben das Buch nicht gelesen, aber... Was? Sie haben das Buch nicht gelesen, es ging nur um das Wort auf dem Cover. Und vielleicht auch, und auch um das Bild, ne? Um das Bild, das weiß ich jetzt nicht. Also vielleicht zu dem Bild ganz kurz. Ich werde sehr oft gefragt, ob der Körper echt ist. Ja, das ist auch echt, ne? Der Körper ist echt, ich weiß nur leider nicht, wem er gehört. Schade. Ja, und die haben sich aufgeregt, warum? Sie haben sich aufgeregt, einfach nur, weil ich das N-Wort, wie es bezeichnet wird von den Leuten, die es eben aus der Sprache tilgen wollen, weil ich es benutzt habe. So, Punkt. Würdest du sagen, dass das Wort Neger von einem Schwarzen benutzt werden darf und von einem... Also glaubst du, dass die Gesellschaft so sieht, dass ein Schwarzer das Wort Neger benutzen darf und ein Nicht-Schwarzer es nicht benutzen darf? Auch was die Gesellschaft da sieht, ist mir ja gerade mal wurscht. Ich sehe das so. Mhm. Ich als Schwarzer darf natürlich jede Bezeichnung für mich benutzen, die ich möchte. So, von daher darf ich das natürlich. Und ich rate auch jedem und sage das in meinem Buch, ich sage das auch in meinem Programm, nicht schwarze Menschen sollten dieses Wort nicht benutzen. Es ist eindeutig rassistisch. Es ist von Weißen für zu versklavende Menschen geprägt worden. Mhm. Und dass es nur Schwarzer heißt, hilft da nicht viel weiter. Und was ist mit dem Wort Nigger, was ja ganz oft gerade bei Rap-Songs oder so benutzt wird und wo man vielleicht gerade gar nicht drüber nachdenkt, wenn man dann mitsingt oder so oder mitrappt? Naja gut, das ist ja, mitsingen ist ja eh nochmal was anderes. Mhm. Das Wort Nigger ist von Schwarzen im Grunde ist es entwertet worden, indem sie es einfach benutzt haben, wie wir hier im Grunde das Opfer. Ne, das ist, ey, du Opfer, ne, das ist eben bei den schwarzen Rappern, das ist, ey, Nigger. So, ne, und das ist aber ein anderer Zusammenhang und das sind eben auch dann die Schwarzen untereinander, die das miteinander austauschen. Das ist ja auch noch eine andere Geschichte. Das stimmt, das ist wirklich, ich merke gerade, wie es schwierig ist, darüber zu sprechen, ohne dass ich mich selber irgendwie zu weit aus dem Fenster lehne. Und da gibt es vielleicht so eine Geschichte aus meiner Kindheit. Mein Vater ist Jazzmusiker, hat sehr viele schwarze Jazzfreunde und die haben sich, als ich Kind war, die härtesten Witze eben mit dem Wort Nigger hin und her und alle haben gelacht und so und ich habe das halt nie als was Schlimmes empfunden. Und deswegen ist es schwierig für mich, das auch so zu empfinden, dass ihr von anderen Leuten anders gesehen werdet. Aber es ist nun mal so, ne? Du beschreibst es in deinem täglichen Alltag, dass die Leute echt, wenn die mit dir sprechen, manchmal sagen, immer laut, kannst du auch Deutsch? Warum werden die Leute lauter, wenn sie mit dir sprechen? Weil viele Leute glauben, dass laut sprechen eine universelle Sprache ist. Mhm. Das ist im Grunde ein Übersetzer. Je lauter ich werde, desto besser verstehen mich die Leute. Was natürlich nicht so ist, also außer bei Leuten, die schlecht hören. Da ist es tatsächlich hilfreich, aber ansonsten wird die Verständlichkeit von fremden Vokabeln überhaupt kein Stück erhöht, wenn man lauter spricht. Wann war das erste Mal, dass du gemerkt hast, dass die Gesellschaft dich vielleicht anders sieht, als du gesehen werden willst? Und wann hast du gedacht, ich mache daraus jetzt mal was Witziges und versuche damit da so ein bisschen die Leute zu... mal drüber nachzudenken zu bringen. Naja, grundsätzlich bin ich in einem linksintellektuellen Umfeld aufgewachsen. Da war das nie wirklich Thema. Mhm. So. Viele Anfeindungen als Kind habe ich gar nicht mitgeschnitten oder habe die auch verdrängt. Und so, als ich dann auf die Bühne kam, habe ich angefangen, eben dann beobachtet man sich selber auch mehr. Da habe ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Und über das Buch bin ich dann wirklich dahin gekommen, dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Thema, Rassismus ist mein Thema und das ist für mich eben jetzt auch ein umfassendes Thema. Also ich mache da politische Arbeit, ich schreibe die Bücher und mache es eben auch auf der Bühne, dass ich mit den Menschen darüber spreche. Und ich glaube, um auf das von eben nochmal zurückzukommen, nicht, dass die schwarzen Jazzmusiker so viele Witze erzählt haben. Wenn wir Witze erzählen, Witze sind einfach ein gutes Ventil. Mhm. Und Witze nehmen den Krampf aus der Diskussion. Und das merke ich einfach auch mit meinem ersten Buch, dass viele Leute zu mir kommen und sagen, das wusste ich nicht. Und sie haben es aber aufnehmen können in ihrem Herzen, so, weil es hat natürlich geöffnet wird, das Herz, wenn ich über eine Sache lache. So. Und ich glaube, dass es nichts gibt, über das man keine Witze machen darf. Es geht immer um die Haltung, die man hat, während man diese Witze macht. So, und politisch korrekte Witze sind übrigens auch einfach nicht lustig. Also politisch korrekter Witz, was ist oben weiß, unten schwarz? Die Gesellschaft. Ist nicht lustig. Also da habe ich lieber einen härteren Witz wie, sagen wir mal, was ist grün und mäht den Rasen? Ich darf meinen Neger anmalen, wie ich will.
So. Okay, aber damit kriege ich einen Lacher beim Publikum. So, und wenn die Leute dann anfangen, darüber nachzudenken, Moment, aber das stimmt doch gar nicht, dann ist das cool. Also natürlich sollen sie jetzt nicht Sklaventum, yay, sagen. Das wird auch keiner tun, der das, sag ich mal, ein paar Hirnzellen da oben hat. Aber wenn ich das Gespräch mit dir jetzt so eröffnet hätte mit dem Witz, hättest du es nicht lustig gefunden? Nee, ich hätte mich still darüber amüsiert, welcher Shitstorm losgetreten würde, dass du dich da so ins Fettnäpfchen gesetzt hast. So. Ich habe das tatsächlich sehr häufig, dass ich von den Redaktionen höre, dass sie lange diskutieren, was darf gesagt werden, welches Wort. Und ich habe auch schon sehr viele stammelnde, gerade Radiomoderatoren vor mir gehabt, die natürlich im Radio genau sagen müssen, wie ich aussehe. Ansonsten verstehen die Leute nicht, worüber ich rede. Ja, das stimmt. Und da habe ich wirklich schon stammeln gehört, hier, der Marius, das muss ich noch sagen, hier, der hat hier, also der war gar nicht im Urlaub hier. So, das ist halt schade. Also wenn man einfach merkt, dass die Menschen verkrampft sind, wenn sie mit mir umgehen, das ist für mich Grund genug zu sagen, Leute, nehmt mal den Krampf aus der Diskussion raus und versucht mal ein bisschen lockerer damit umzugehen und ein bisschen kindlicher vielleicht auch mal auf Menschen zugehen. Und glaubst du, dass die Gesellschaft, von der du gerade beschrieben hast, die du verändern willst, dass sie bereit sind dazu? Also merkst du, dass du, wenn du so einen Comedy-Abend hast und danach geht eine Diskussion los, dass das alles dann ganz ernst wird? Oder haben sie es dann, weil du Comedy drüber gemacht hast, haben sie kapiert, worum es dir eigentlich geht? Naja gut, also das ist, was ich jetzt mache, nenne ich tatsächlich selber Kabarett inzwischen, weil es wirklich sehr inhaltlich ist, so, aber es ist trotzdem eben lustig. Die Diskussionen nach meiner Show sind immer eine Mischung aus Menschen, die mir Witze erzählen oder sagen, das hast du noch vergessen, der ist doch auch super, und eben tatsächlich ernsthafte Fragen. Also wo dann eben Leute zu mir kommen und sagen, aber wieso, ich sag Neger, weil ich meine es nicht so. Wo ich neulich zu einer Dame gesagt habe, okay, wenn wir uns besser kennen, dann nenne ich dich auch nur noch Schlampe. Und dann sagte sie, wie? Ich sage, wieso? Ich meine das doch nicht so. Und da hat sie es dann verstanden gehabt. Also diese Diskussion gehört für mich auch dann noch zum Programm dazu. Und ich gehe inzwischen ja auch in Unis und in Schulen und spreche mit den Leuten, mache Vorträge oder mache eben auch Ausschnitte aus meinem Programm. Und ich glaube, dass Kommunikation einfach hilft. Absolut. Und den Menschen auch weiterhilft. Also auch was da momentan an völligen Schwachsinnsinformationen über Flüchtlinge oder überhaupt über Menschen aus anderen Ländern korportiert werden. Das ist einfach nur erschreckend und furchtbar. Gibt es andere Schwarze, die du kennst oder Dunkelhäutige oder wie auch immer du es nennen willst, die sagen, das finde ich überhaupt nicht gut, was du machst? Ich bin in letzter Zeit viel auf Afrika-Festivals auch unterwegs. Und da werde ich oft von schwarzen Aktivisten angefeindet, witzigerweise nur von solchen, die mein Buch nicht gelesen haben. Ach so. Und beim letzten kamen dann eben auch Leute wirklich zu mir und haben sich bei mir entschuldigt, weil sie dann bei mir in der Lesung waren oder mit mir diskutiert haben und gemerkt haben, ach so, der ist gar kein Rassist. Ach so. So, und das ist auch das, was ich in meinen Büchern verarbeite. Ich glaube, dieser Pavlovsche Reflex, nicht, den wir kennen, das Glöckchen, ne, bei dem Hund, sofort kriegt der Speichelfluss, weil er meint, es gibt jetzt was zu essen. Das passiert momentan auch bei vielen Leuten, wenn es um Rassismus geht. Und das führt natürlich einfach dazu, dass die Leute scheiße miteinander umgehen. Weil wenn ich eine Erwartungshaltung an mein Gegenüber habe, muss die enttäuscht werden. So, das heißt, ich muss erstmal kommen lassen. Ich muss den anderen erstmal was sagen lassen, bevor ich das beurteile, was er noch gar nicht gesagt hat. Und ihr solltet am Freitag zu ihm ins Programm gehen, im Senftöpfchen in Köln. Alle anderen Daten, wo man dich sehen kann, sind bei dir auf der Seite mariusjung.de. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Die Bücher solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal durchlesen. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. Hier nochmal für euch. Und zum ersten gibt es jetzt auch ein Hörbuch. Das sehr schön. Ist noch nicht im Handel, aber bei den Auftritten gibt es schon. Sehr schön. Und hast du dir einen Blondinenwitz überlegt? Blondinenwitz? Ja, warum sitzt die Blondine immer im Haus, wo die Kneipe unten ist, oben auf dem Dach? Weil der Kneipier gesagt hat, die nächste Runde geht aufs Haus. Schön. Und damit gebe ich ab zum Sport.